Circleville ist eine Kleinstadt in den USA, wie es sie tausendfach gibt. Einfamilienhäuser reihen sich aneinander mit getrimmtem Rasen. Kinder spielen auf den Straßen. Und die größte Attraktion ist die Circleville Pumpkin Show, zu dessen Ehren sogar der Wasserturm in einen riesigen Kürbis verwandelt wird. Die Kleinstadt liegt in Ohio, 20 Kilometer südlich von Columbus, und hat 13.000 Einwohner. Hier scheint das Leben beschaulich zu sein. Die Nachbarn kennen sich untereinander und man vertraut sich. Doch was passiert, wenn einer unter ihnen ist, der jedes noch so kleine Geheimnis der Bewohner kennt? Was, wenn plötzlich Angst und Terror in die Kleinstadt einkehren und man sich nirgends mehr sicher fühlen kann, nicht mal mehr zu Hause? Was, wenn die friedliche Stadt dunkle Geheimnisse hat, die von Korruption und Vertuschung bis hin zu Mord gehen? In Circleville ist diese beängstigende Vorstellung zur Realität geworden. Es ist im Dezember 1976, als sich das Leben in Circleville verändert. Innerhalb weniger Tage finden etliche der Bewohner mysteriöse Briefe in ihrem Briefkasten. Jeder dieser Briefe ist in einer merkwürdigen Blockschrift geschrieben, so als will der Schreiber seine wirkliche Handschrift verstecken. Jeder dieser Briefe wird in Columbus abgestempelt und hat keinen Absender. In allen Briefen schreibt der Autor angebliche Geheimnisse und persönliche Informationen des Empfängers. Geheimnisse, die fast immer stimmen und die eigentlich nur derjenige kennt, an den Brief adressiert ist. Irgendjemand ist da draußen, der verdächtig viel über die Bewohner von Circleville weiß. In vielen der Briefen wird den Opfern Gewalt angedroht. Andere enthalten Drohungen, dass ihre Karriere oder ihr Privatleben zerstört werden soll. An einem Tag im Dezember 1976 erhält auch Mary Gillespie einen Brief vom anonymen Absender. Mary Gillespie spielt in dem Circleville-Mysterium eine tragende Rolle. Während der Schreiber an den meisten anderen Bewohnern schnell das Interesse verliert, wird Mary jahrelang von dem Phantom terrorisiert. So wie sich der Fall außerdem entwickelt, ist es außerdem wahrscheinlich, dass der anonyme Absender aus ihrem Bekannten- oder Familienkreis stammt. Mary Gillespie arbeitet als Schulbusfahrerin und lebt mit ihren Kindern und ihrem Mann Ron in einem der Einfamilienhäuser. Sie sind eine ganz normale Familie in einer ganz normalen Stadt. An diesem Tag hält sie nun einen Brief in der Hand, welcher das Mysterium um die Circleville-Briefe einleitet. Bleib weg von Messi. Lüge nicht, wenn du gefragt wirst, ob du ihn kennst. Ich weiß, wo du wohnst. Ich habe dein Haus beobachtet und weiß, dass du Kinder hast. Das ist kein Scherz, bitte nimm es ernst. Alle Beteiligten werden benachrichtigt und alles wird bald vorbei sein. Dieser Brief soll nicht nur ein angebliches Geheimnis aufdecken. Dieser Brief soll vor allem Angst auslösen. Messi kennt sie wirklich. Gordon Messi ist der Schulleiter der örtlichen Schule. Mary kennt ihn durch ihren Job als Schulbusfahrerin. Sie bestreitet zu diesem Zeitpunkt, dass sie und der Schulleiter eine Affäre hätten, so wie es der Brief andeutet. Sowohl Gordon Messi als auch Mary Gillespie machen sich zunächst nicht viel aus dem anonymen Brief, der sie erreicht. Und obwohl Mary abstreitet, dass Messi und sie eine verborgene Liebschaft hätten, verheimlicht sie den Brief vor ihrem Mann Ron und hofft anscheinend darauf, dass es sich um einen schlechten Scherz handelt. Doch nur wenige Tage später erhält Mary einen neuen Brief. Er ist wieder in Columbus abgestempelt und hat keinen Absender und ist im selben Schriftstil geschrieben. In ihm steht: Gillespie, du hattest 2 Wochen Zeit und hast nichts getan. Gib die Wahrheit zu und informiere die Schulbehörde. Wenn nicht, werde ich es im CB-Radio auf Postern, Schildern und Werbetafeln verkünden, bis die Wahrheit herauskommt. Doch Mary reagiert weiterhin nicht. Sie ignoriert auch den Brief und kommt den Forderungen des anonymen Absenders nicht nach. Dies scheint den Schreiber wahnsinnig gemacht zu haben und nur wenige Tage später erhält nun Ron Gillespie einen Brief. Darin steht geschrieben: Wir müssen dir mitteilen, dass deine Frau eine Affäre hat. Sie ist ihm hinterhergelaufen, bis er nachgab. Beseitige beide, bevor sie dich eliminieren. Denk daran, wir wissen, wo du wohnst, wo du arbeitest und kennen deinen rot-weißen LKW. Niemand kann dir helfen. Denk an deine Kinder und ihre Zukunft. Ruf die Schulbehörde an und melde die Wahrheit, wenn du ihr nachgegangen bist.
benachrichtige sofort die Schulbehörde. Wieder ist dein Leben in Gefahr. Zu den vorherigen Briefen zeichnet sich dieser durch eine klare Drohung aus, auf die der Schreiber allerdings nicht genau eingeht. Warum soll Rons Leben in Gefahr sein? Selbst durch eine mögliche Affäre ist vielleicht seine Ehe in Gefahr, doch wieso so explizit sein Leben? Der Absender nutzt absichtlich psychischen Druck, um ein Gefühl von Terror und Angst beim Leser hervorzurufen. Nachdem Ron den Brief erhalten hat, erzählt nun auch seine Frau ihm die Wahrheit, dass auch sie bereits Briefe dieser Art erhalten hätte. In ihrer Verzweiflung sprechen sie mit nur 3 Menschen über diese mysteriösen Androhungen. Das sind Rons Schwester Karen, ihr Ehemann Paul Freshour und dessen Schwester. Einige der Briefe sind mit einem W unterzeichnet. Dadurch kommen sie zu dem Verdacht, dass sie von Gordon Messys Sohn William Messy verfasst wurden. Zwar gibt es eigentlich kein Motiv, schließlich gibt es keine Affäre zwischen Mary und dem Schulleiter. Trotzdem kann es ja gewesen sein, dass er irgendwo dieses Gerücht aufgeschnappt hat. Und nun, um das Ansehen seiner Familie fürchtet, schließlich ist der Schulleiter einer der wichtigsten Instanzen in der Kleinstadt. Paul Freshour kommt auf die Idee, dass er William einen Brief schreiben kann. Er ist schließlich nicht von den mysteriösen Briefen betroffen und ist nicht Teil des Dramas um die angebliche Affäre. Mit den Briefen von Paul an den Sohn von Messi scheint es das erste Mal, dass der Circleville-Writer verstummt. Doch die Freude ist nur von kurzer Dauer. Nach einigen Wochen erreichen die Gillespies neue Briefe vom anonymen Absender, die sich besonders gegen Ron richten. Der Schreiber der Briefe wird ihn beobachten und er müsse um sein Leben fürchten. Am 19. August 1977 geht ein Anruf bei der Familie Gillespie ein. Mittlerweile wird das Ehepaar seit 9 Monaten mit Briefen terrorisiert. Bis heute ist unklar, ob der Anruf vom Circleville-Writer stammt und worüber der Anrufer und Ron reden. Nach dem Telefonat stammt Ron Gillespie aus dem Haus und steigt in seinen Wagen. Bei sich hat er eine Pistole. Daher ist anzunehmen, dass er sich möglicherweise mit dem Unbekannten treffen wollte oder durch das Telefonat herausbekommen hat, wer der Adressat der Briefe ist. Doch egal, was Ron vorhat, bald kommt er nicht. Nur wenige Minuten vom Haus entfernt hat er einen Unfall mit seinem Pickup. Ohne vorerst ersichtlichen Grund ist er von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Ron überlebt den Unfall nicht. Er stirbt mit 35 Jahren. Sheriff Dwight Radcliffe ist der leitende Ermittler im Tod von Ron Gillespie. Der Sheriff ist zunächst der Annahme, dass es sich nicht um einen normalen Unfall handelt. Er untersucht auch seine Waffe und stellt fest, dass Ron einen Schuss abgefeuert hat, bevor er starb. Weder am Unfallauto noch in der naheliegenden Umgebung findet die Polizei allerdings eine Patrone seiner Waffe. Sheriff Radcliffe scheint zunächst sehr an der Klärung des Todes interessiert zu sein und vernimmt sogar einen unbekannten Verdächtigen. Allerdings ändert er wenige Tage später seine Auffassung. Der Tod von Ron Gillespie sei nur ein Unfall gewesen. Grund dafür könnte die Obduktion von Rons Leichnam gewesen sein. Angeblich hat sein Blut einen Promillewert von 1,6. Allerdings erscheint das merkwürdig. Bis auf 1 bis 2 Bier trinkt Ron kaum Alkohol und seine Familie beteuert, dass er nüchtern das Haus verlassen hat. Es sei unmöglich gewesen, dass er ohne aufzufallen sich so betrunken habe und das Haus verlassen hat. Außerdem ist da noch der abgefeuerte Schuss, dessen Ziel und Grund nie ermittelt werden konnten. Doch auch mit dem Tod von Ron Gillespie gibt der Circleville-Writer keine Ruhe. In den nächsten Jahren erhalten Mary und weitere Bürger der Kleinstadt immer mehr Briefe von ihm. Darunter ist vor allem eine Anschuldigung auffällig. Der Unbekannte unterstellt Sheriff Radcliffe Korruption. Er habe an der Vertuschung des Mordes an Ron Gillespie mitschuld. Bis ins Jahr 1983 eskaliert der Terror des Unbekannten immer mehr. Mary Gillespie ist weiterhin im Fokus des Briefeschreibers und nicht nur sie erhält mittlerweile Morddrohungen. Zwischen 1977 und 1983 erhält Mary 39 Briefe, in denen der Unbekannte androht, ihre Kinder zu erschießen. Doch trotz der tausenden Briefe, die ganz Circleville in den Jahren bekommt, konnte nie ein Absender ausfindig gemacht werden. Zum anscheinend großen Übel des Schreibers
machen Mary Gillespie und Gordon Massey ihre Beziehung im Jahr 1979 öffentlich. Sie bestehen allerdings darauf, dass diese erst nach dem Tod von Ron begann und es die angesprochene Affäre zuvor nicht gab. Doch obwohl die Beziehung nun öffentlich ist, was der Schreiber in seinen ersten Briefen forderte, scheint ihm das nicht zu reichen. Er will, dass sie die Beziehung sofort beenden. Im Jahr 1983 ist die Eskalation mittlerweile auf einer völlig neuen Stufe. Mary wird nicht nur durch Briefe terrorisiert. Der Unbekannte stellt Schilder an der Route auf, die sie mit ihrem Schulbus langfährt. Auf diesen Schildern sind Drohungen und Beleidigungen zu lesen, die sich nicht nur gegen Mary, sondern auch gegen ihre Kinder richten. Auf einem der Schilder ist beispielsweise zu lesen, dass ihre minderjährige Tochter ebenfalls eine Beziehung mit Schulleiter Gordon Massey hätte. An einem Tag im Februar 1983 reicht es Mary Gillespie. Wieder ist eines der Schilder an ihrer Schulbusroute angebracht. Sie fährt den Bus an den Rand und versucht, das Schild abzureißen. Allerdings bemerkt sie dabei noch etwas Merkwürdiges. An dem Schild hängt eine Schnur, die zu einer Schachtel führt, die hinter dem Schild angebracht ist. Sie nimmt die Schachtel mit in den Bus, um zu sehen, was da drin ist. Darin ist eine in Styropor umwickelte Pistole. Mary hält die Waffe aber zunächst für eine Spielzeugpistole und nimmt sie mit der Schachtel mit nach Hause. Erst dort stellt sie fest, dass die Waffe echt ist. Jemand hat anscheinend eine Sprengfalle gebaut und wollte, dass mit dem Abreißen des Schildes die daran befestigte Schnur den Auslöser der Pistole betätigt. Nur mit viel Glück überlebt Mary Gillespie diesen Anschlag, der anscheinend ihr oder ihren Kindern gegolten hat. Nach der Erkenntnis meldet sie den Vorfall bei der Polizei. Diese untersucht die Pistole. Zwar wurde versucht, die Seriennummer abzukratzen, aber die Polizei kann sie trotzdem noch erkennen und dadurch den Besitzer der Waffe ausfindig machen. Sie gehört ihrem Schwager Paul Freshour. Paul ist der Mann der Schwester des kürzlich verstorbenen Ehemanns Ron und einer der wenigen Menschen, die eingeweiht sind in die mysteriösen Briefe, die Familie Gillespie seit 7 Jahren erhalten hat. Außerdem ist er derjenige, der Gordon Massys Sohn für den Schuldigen hält und ihm daraufhin selbst einen Brief schreibt mit der Bitte, die Belästigung zu unterlassen. Sheriff Radcliffe ermittelt nun auch im versuchten Mord an Mary Gillespie. Dafür lädt er Paul Freshour zu einer Befragung Ende Februar 1983 ein. Zuerst muss sich Paul einer Handschriftenanalyse unterziehen. Dort soll festgestellt werden, ob er auch der Verfasser der unzähligen Briefe ist. Freshour meint über die Vorladung und die Handschriftenanalyse, dass er dieser nur zustimmte, um seine Familie zu schützen. Von der Waffe weiß er zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Außerdem verlangt Sheriff Radcliffe von ihm, dass er versuchen soll, so genau wie möglich die Schrift des Circleville Writers nachzustellen. Über Stunden diktiert der Sheriff ihm außerdem Sätze, die Freshour immer und immer wieder aufschreiben soll, solange bis sie den Originalen ähnlich sehen. Doch auch dies macht Freshour ohne Widerworte mit, da er nach seiner Aussage weiß, dass er nicht der wirkliche Absender der Drohbriefe ist. Dass diese Form der Handschriftenanalyse gar nicht zulässig ist, weiß Freshour nicht. Bei solch einer Gegenüberstellung der Schrift darf nicht versucht werden, das Original nachzustellen. Der Beschuldigte muss, ohne das Original zu kennen, die Worte aufschreiben, wodurch dann geprüft werden kann, ob es möglich sein könnte, dass es dieselbe Handschrift ist. Dem Beschuldigten allerdings das Original vorzulegen und ihn zu bitten, das Ganze so lange nachzuschreiben, bis es dem Original entspricht, ist keine gängige Ermittlungsmethode. Nach dem Schrifttest verlangt Sheriff Radcliffe von Freshour, dass er ihm zeigen soll, wo er seine Waffe hat. Paul Freshour führt den Polizisten in seine Garage, wo er in einer Box normalerweise seine Pistole lagert. Allerdings ist diese bereits vor einiger Zeit abhanden gekommen. Zurück im Sheriff's Department informiert Dwight Radcliffe die Staatsanwaltschaft. Paul Freshour ist der Schreiber der Circleville-Briefe. Das hat seine durchgeführte Handschriftenanalyse ergeben. Außerdem ist er derjenige gewesen, der die Sprengfalle baute, um seine eigene Schwägerin zu töten. Erst die Staatsanwaltschaft informiert Freshour über die belastenden Hinweise.
Er weiß vorher nichts von der Falle und hätte unter diesem Wissen niemals einer Handschriftenanalyse zugestimmt, bei der lediglich ein Polizist mit anwesend ist. Doch für die Staatsanwaltschaft reichen die vorgelegten Beweise aus, um Paul Freshour wegen versuchten Mordes an Mary Gillespie festzunehmen. Am 24. Oktober 1993 beginnt der Prozess gegen ihn. Das nationale Medieninteresse an dem Gerichtsprozess ist riesig. Hat die Polizei nicht nur einen versuchten Mörder gefasst, sondern auch den Mann, der mit ca. 1000 Briefen eine ganze Kleinstadt in Angst und Schrecken versetzt hat? Obwohl es in dem Prozess eigentlich nur um den versuchten Mord an Mary Gillespie geht, werden auch die Briefe als wichtiger Beweis vor Gericht geltend gemacht. Doch sie geben Freshour auch während des Prozesses erstmals wieder einen Hoffnungsschimmer. Sheriff Dwight Radcliffe muss auf Druck des Gerichtes zugeben, dass er den Beschuldigten dazu drängte, ohne dass Freshour wusste, wozu der Handschriftentest war, die Circle-Briefe zu kopieren und ihm sogar die Anweisung gab, wie er noch genauer an das Original herankam. Radcliffe sagt außerdem aus, dass zwar die Waffe fehlt, doch in der Garage des Beschuldigten keine Materialien gefunden werden, die darauf hindeuten, dass er die Sprengfalle gebaut hat. Weder das Garn, was an der Falle befestigt ist, wird im Haus von Paul Freshour gefunden, noch die Munition, die zu seiner Waffe gehört, können sichergestellt werden. Außerdem entlasten Zeugen den Beschuldigten. Sie sahen ca. 20 Minuten, bevor Mary Gillespie die Falle fand, einen Mann an genau diesem Straßenrand, der dort etwas montiert hat. Sie beschreiben ihn als blonden, schlanken Mann, der neben seinem gelb-orangefarbenen Chevrolet El Camino steht. Paul Freshour besitzt dieses Auto nicht. Außerdem passt der untersetzte und dunkelhaarige Freshour nicht in die Beschreibung des unbekannten Mannes. Und auch der Beschuldigte selbst kann vor Gericht ein lückenloses Alibi für diesen Tag präsentieren. Die einzigen, zumindest ein Stück weit belastenden Zeugen sind Mary Gillespie selbst und Freshours Arbeitgeber. Dieser sagt, dass der Angeklagte am besagten Tag frei hat. Und obwohl Paul ein Alibi präsentieren kann, scheint diese Aussage für die Geschworenen von großer Bedeutung zu sein. Mary Gillespie deutet in ihrer Zeugenaussage an, dass sie zwar zuerst nicht dachte, dass er der mögliche Circleville-Writer ist, doch Paul Freshours eigene Frau Karen bereits im Jahr 1982 mit der Vermutung an Mary herantrat. Trotz der vielen Unstimmigkeiten der Beweise und der Handschriftenanalyse wird Paul Freshour schuldig gesprochen. Er bekommt die Höchststrafe für versuchten Mord von 7 bis zu 25 Jahren Gefängnis. Es scheint so, als könnte Circleville wieder aufatmen. Das Phantom hinter den mysteriösen Briefen ist geschnappt und sitzt endlich hinter Gittern und in die Stadt kann wieder Ruhe einkehren, wie sie vor dem Jahr 1977 herrschte. Doch da irren sich die Bewohner. Die Briefe gehen weiter. Während der Zeit, in der Paul Freshour inhaftiert ist, erreichen die Bürger in Circleville abermals hunderte Briefe des unbekannten Absenders. All diese Briefe sind wieder in Columbus abgestempelt. Und das, obwohl Freshour in einem Gefängnis einsitzt, das 200 Meilen von Columbus entfernt ist. Außerdem wird er während der Haft streng kontrolliert. Er sitzt in Einzelhaft und es gibt für ihn keine Möglichkeit, Briefe aus dem Gefängnis herauszuschmuggeln. Es werden ihm sowohl Stifte als auch Papier weggenommen. Obwohl die Gefängniswärter sicher sind, dass Paul Freshour keinesfalls die Briefe aus seiner Haft verschickt, ist die Polizei in Circleville anderer Meinung. Sheriff Radcliffe tritt vor die Presse und erklärt, dass er der festen Überzeugung ist, dass Paul Freshour der Absender aller Briefe ist. Dazu sagt er, ich bin mir sicher, wir haben den richtigen Mann. Ich weiß, was Freshour will. Er versucht zu sagen, schaut, ich bin im Gefängnis, aber die Briefe hören nicht auf. Sheriff Radcliffe versucht die aufkommende Angst, die Circleville nun bereits seit Jahrzehnten fest im Griff hat, herunterzuspielen. Außerdem versichert Radcliffe, dass Paul Freshour ihn bei der ersten Vernehmung gestanden hätte, der Schreiber der Briefe zu sein. Ob es wirklich dieses Geständnis gibt, weiß niemand. Die Presse übernimmt ohne zu hinterfragen die Meinung der Polizei und titelt vom Circleville-Writer Freshour, der auch aus dem Gefängnis heraus die Stadt in Atem hält. Neue Ermittlungen werden von der Polizei nicht aufgenommen
Und eine plausible Theorie, wie Freshour die Briefe verschickt haben soll, präsentiert sie ebenfalls nicht. Doch selbst Paul Freshour bekommt zahlreiche Briefe vom Unbekannten ins Gefängnis gesendet, in denen sich der Circleville-Writer über seine Haftstrafe lustig macht und ihn verspottet. In einem der Briefe steht geschrieben: Freshour, wann fängst du an zu begreifen, dass du dort nicht mehr rauskommst? Wenn wir sie reinlegen, bleiben sie vorbereitet. Hörst du überhaupt nicht zu? Niemand will dich draußen sehen, niemand. Das Gelächter ist auf deiner Seite, haha. Sage niemandem etwas von diesem Brief. Ich habe die Zeitung gelesen. Großartige News, großartig. Der Sheriff liebt es, haha. Glaubst du es jetzt? Was man allerdings erkennt, ist die unterschiedliche Schreibweise zwischen den ersten Briefen und denen, die nun Circleville und Freshour erreichen. Ist er also doch der Circleville-Writer und ahmt ihn nur ein Trittbrettfahrer nach? Oder waren schon immer mehrere Menschen der unbekannte Schreiber? Und Paul Freshour ist an einen riesigen Komplott geraten, in dem er der unfreiwillige Mittelpunkt ist. Alles, was Paul Freshour bleibt, ist wenigstens mit vorbildlichem Verhalten bei den Gefängniswärtern positiv aufzufallen, um so die Chance auf eine Bewährungsstrafe zu erhalten. Denn die Staatsanwaltschaft und sämtliche Ermittlungsbehörden sind davon überzeugt, dass er auf wundersame Weise hunderte Briefe aus dem Gefängnis entsendet. Das erste Mal beantragt Freshour 1988 seine Bewährung. Diese wird aber abgelehnt. Er unterzieht sich insgesamt 3 Lügendetektortests, um ein für alle Mal zu beweisen, dass er nicht der Circleville-Writer ist. Alle 3 besteht er. Doch sein 2. Antrag auf Bewährung wird im Jahr 1993 erneut abgelehnt. Erst 1994, nachdem er 10,5 Jahre seiner Meinung nach unschuldig im Gefängnis saß, wird seine Bewährung stattgegeben. Erstmals sieht das Gericht durch Aussagen der Gefängniswärter den Zweifel, wie er aus der Isolationshaft heraus es schaffen soll, so viele Briefe zu versenden. Doch mit seiner Entlassung endet nicht Freshours Kampf, den Circleville-Writer zu entlarven. Bis ins Jahr 2012, als Paul Freshour verstirbt, will er Licht ins Dunkel bringen. Manche sehen dies als verzweifelten Akt, seinen Namen reinzuwaschen. Andere wiederum empfinden seinen Kampf als verbitterten Hilfeschrei eines Unschuldigen. Paul Freshour erstellt einen Blog und ein 164-seitiges Dokument mit Zeugenaussagen und Protokollen, in dem er seine Unschuld beweisen will. Adressiert ist dies an das FBI, das er bittet, sich um das Rätsel von Circleville zu kümmern. Er schreibt: Sehr geehrtes FBI, ich bitte Sie, sich an dem Mord meines Schwagers zu beteiligen, denn ich glaube, es war Mord, der vom Sheriff von Pickaway County in Ohio vertuscht wurde. Bitte überprüfen Sie die angehängten Dokumente. Sie bestätigen, dass irgendwas nicht stimmt. Mir ist bewusst, dass das FBI beschäftigt ist, doch wenn Sie sich nur wenige Minuten damit beschäftigen, wird Ihnen bewusst, dass etwas nicht stimmt. Ich wurde inhaftiert, weil eine Reihe von obszönen und bedrohlichen Briefen unsere Gemeinde in Panik versetzt hat. Ich saß 10,5 Jahre ein, doch die Briefe gingen ungestört weiter. In Freshours Dokument wird deutlich, dass er vor allem Sheriff Radcliffe den Vorwurf seiner Inhaftierung macht, der von Machtgier getrieben ist und nicht von Korruption zurückschreckt. Ein Motiv hätte Radcliffe dafür gehabt. Er stellt sich zur Wahl als Präsident der National Sheriffs Association. Für solch eine Wahl muss die Kriminalitätsstatistik im jeweiligen County des Sheriffs sehr niedrig sein. Radcliffe hätte keine Chance gehabt, wenn der Circleville-Writer nicht gefasst worden wäre, da schließlich jeder erhaltene Brief ein offener, ungelöster Fall ist. Korruption und die Fälschung der Kriminalzahlen sind laut Freshour in der Amtszeit von Radcliffe normal gewesen, um seine eigene Karriere voranzutreiben. Ein weiterer Vorfall ist dabei gewesen, dass Freshour vom Sheriff die Briefe zur Untersuchung beantragt hat. Dieser weigert sich allerdings, die Circleville-Briefe ihm zu übergeben, da manche von ihnen mit Arsen versetzt gewesen wären und von ihm vernichtet wurden. Dies ist eine Information, die vorher noch nie fiel und auch der Grund ist, warum bis heute nur wenige der Briefe öffentlich sind. Aber auch hier vermutet Freshour eine Verschwörung des Sheriffs gegen ihn. Und nicht nur dem Sheriff wirft er Korruption vor, sondern auch der Staatsanwaltschaft.
Sie wollten unbedingt den Circleville-Writer der Öffentlichkeit präsentieren, um ihre eigene schlechte Ermittlungsarbeit zu vertuschen. Er gibt hierfür den Fall der getöteten Lehrerin Vicky Koch an. Im Jahr 1980 wird ihre Leiche in Circleville gefunden, nachdem sie einen Monat lang als vermisst galt. Auch 40 Jahre später gibt es immer noch keinen verurteilten Täter in diesem Mordfall. Der Schreiber der Circleville-Briefe deutet an, dass er weiß, wer der Mörder sei. Staatsanwaltschaft und Polizei tappen aber bis heute im Dunkeln. Mit dem großen medialen Interesse am Prozess gegen Freshour will seiner Meinung nach die Staatsanwaltschaft diesen Fall und ihre schlechte Ermittlungsarbeit unter den Teppich kehren, um endlich mit erfolgreicher Arbeit national aufzufallen. Erst im Jahr 2019 wendet sich die Polizei von Circleville mit diesem ungelösten Mord an die Öffentlichkeit. 40 Jahre später bittet sie nun um Zeugen in diesem Fall. Mit Paul Freshours Freilassung und seinem erbitterten Kampf, dass die Wahrheit ans Licht kommen soll, werden auch die überregionalen und internationalen Medien auf das Circleville-Mysterium aufmerksam. Im Jahr 1994 strahlt die US-Sendung Unsolved Mysteries einen Beitrag über die Circleville-Briefe aus. Weder Mary Gillespie, Gordon Massey noch Sheriff Radcliffe sind dafür bereit, vor die Kamera zu treten und ihre Seite der Geschichte zu erzählen. Und noch etwas ist merkwürdig. Während der Dreharbeiten erhält auch die Unsolved Mystery-Redaktion einen Brief vom Circleville-Writer. Es soll einer der letzten sein, die der anonyme Absender verfasste. Darin steht: Vergesst Circleville, Ohio. Tut nichts, um Sheriff Radcliffe zu schaden. Wenn ihr nach Ohio kommt, werdet ihr Kranken dafür bezahlen. Der Circleville-Writer. Neben Paul Freshour interviewt Unsolved Mysteries auch den Journalisten und Privatermittler Martin Jent. Er ist im Jahr 1993 auf den bizarren Fall aufmerksam geworden und setzt sich auch für die Freilassung von Paul Freshour ein. Bis heute ermittelt er im Circleville-Rätsel und analysiert mit Hobbyermittlern in Mystery-Foren seine Varianten. Für Jent gibt es zwei Circleville-Writer. Das wird auch die unterschiedlichen Handschriften zwischen den ersten Briefen und den Briefen nach Freshours Inhaftierung begründen. Nach ihm sei der erste Schreiber ein gewisser David Longberry. Er arbeitet ebenfalls an der Schule von Gordon Massey und Mary Gillespie und ist in Mary verliebt. Als Mary ihn aber zurückweist und vielleicht damals schon etwas mit Gordon Massey anfing, ist er getrieben von Wut und verfasst die unzähligen Briefe, um einen Keil zwischen die aufkommende Beziehung von Mary und Gordon zu treiben. Für die Briefe nach der Verhaftung von Paul Freshour sieht Jent jemand anderen als Verdächtigen. Freshours Ex-Frau Karen Sorek. Kurz vor seiner Festnahme steht die Ehe der beiden vor dem Aus. Freshour hat seine Frau in Flagranti erwischt und sie rausgeschmissen. Die Scheidung sieht für Karen nicht gut aus. Paul soll sowohl das gemeinsame Haus bekommen, als auch das Sorgerecht ihrer Kinder. Seit dem Rauswurf lebt Karen in einem Wohnwagen auf dem Grundstück ihrer Schwägerin Mary Gillespie. Zu dieser Zeit beginnt es auch, dass Karen Mary immer wieder den Gedanken einredet, dass Paul der anonyme Briefeschreiber ist, was Mary schließlich auch vor Gericht aussagt. Nachdem Paul Freshour verhaftet wird, erhält Karen das Haus, das Sorgerecht der Kinder und sogar seine Rente. Es ist also möglich, dass sie die Briefe fingierte, damit Freshour so lange wie möglich im Gefängnis einsitzen soll? Martin Jent kontaktiert im Zuge seiner Ermittlungen auch Karen. Das Gespräch mit ihr ist so einschneidend, dass er sich daraufhin an die Berufungsbehörde wendet und sich für Freshours Freilassung einsetzt. Er schreibt 1993 über Karen, dass er in den 22 Jahren, die er als Ermittler und Journalist arbeitet, noch nie einen Menschen getroffen hat, der so voller irrationalem Hass ist. Karen ist getrieben davon, ihren Ex-Mann öffentlich zu diffamieren und schreckt nicht davor zurück, Jent nachweisliche Lügen über Freshour aufzutischen. Außerdem macht der Journalist noch eine weitere interessante Entdeckung. Zeugen sagen im Gerichtsprozess aus, dass sie 20 Minuten bevor Mary Gillespie die Sprengfalle an ihrer Schulbusroute findet, einen schlanken blonden Mann mit einem gelb-orangefarbenen Chevrolet El Camino sieht. Die Beschreibung des Mannes und des Autos trifft auf Karens Bruder zu.
Außerdem ist es für Karen leicht, Freshours Waffe zu entwenden und die Falle so aussehen zu lassen, als würde sie von ihm stammen. Schenkt man der Theorie von Martin Yent Glauben, präsentiert er, im Gegensatz zur Polizei, zwei Menschen, die zumindest ein Motiv gehabt hätten. David Longberry, der getrieben war von Hass, nachdem Mary ihn abgewiesen hatte, und Karen Sorik, die scheinbar alles tat, um ihren Ex-Mann öffentlich zu denunzieren. David Longberry geriet in den späten 90er Jahren in den Fokus der Polizei, da er mutmaßlich ein 11-jähriges Mädchen vergewaltigt haben sollte. Danach befand er sich auf der Flucht und brachte sich schlussendlich selbst um. 2012 verstirbt Paul Freshour. Bis zu seinem Tod hat er seinen Blog aktuell gehalten und neue Erkenntnisse zu seiner Unschuld gesammelt. Seitens der Polizei und Staatsanwaltschaft gibt es aber trotzdem keine neuen Ermittlungen zum Circleville-Writer. Und sie sind sich sicher, mit Paul Freshour den Täter bereits verurteilt gehabt zu haben. Bis ins Jahr 2003 gehen immer wieder sporadisch Briefe bei den Anwohnern von Circleville ein. Seit 19 Jahren scheint nun endlich wieder Ruhe in die Kleinstadt eingekehrt zu sein.